Hallo, so, jetzt bin ich aber mal wieder ganz besonders stolz dabei, weil jetzt haben wir jemanden ganz Tolles da, nämlich die meisten sagen ja hier Dieter Laser, aber ich glaube, in richtig heißt das Laser, weil der Herr kommt aus Kiel. Ist das richtig? Hallo, Herr Laser. Hallo, das heißt für Deutsche. Deutsche, aber nicht für Pegida. Sondern nur für wirkliche Deutsche, die die Flüchtlinge beschützen wollen. Für solche Deutsche heißt das Laser. Der internationale Fan sagt Laser und sagt Awesome Name. Awesome Name. Okay, ich glaube, das war so ein kleiner Hinweis, weil der Herr Laser hat nämlich lange vor The Human Centipede mit ganz tollen Leuten gespielt, zum Beispiel mit Burt Lancaster. Und Julie Christie. Und Glenn Close und John Malkovich und Peter Coyote zum Beispiel. Auch das. Ja. Peter Coyote. Yes. Peter Coyote, I love him. Eric Roberts, I love him. Oh. Nice. Und jetzt habe ich ja auch gesehen, mit Klaus Theo Gärtner, Uwe Friedrichsen, Heino Ferch, alle wie sie so dabei sind. Man kann ja so richtig sagen, das ist mal ein fleißiger, echter, gelernter Schauspieler mit das durch und durch. Das ist kein gelernter Schauspieler, der kam von der Straße und hat den Pförtner vom Hamburger Schauspielhaus gefragt, wie wird man Schauspieler? Dann hat er gesagt, ab in den Statistensaal, da fehlt einer. Und dann habe ich eine grandiose, glänzende Karriere als Statist begonnen. Und dann eines Tages habe ich ein Wort bekommen, dann einen Satz, dann zwei Sätze, dann eine kleine Rolle und dann durfte ich plötzlich umziehen in eine richtige Garderobe mit Uwe Friedrichsen und wie heißt Volker Brandt und plötzlich war ich Schauspieler über Nacht geworden. Das ist mein Weg. Von der Straße kommen die besten Leute, nicht von den Schauspielschulen. Mensch, das ist ja ein gutes Zeichen für mich, weil ich habe das mit dem Interviewen auch nie professionell gelernt. Aber was war denn der erste große, tolle Film, wo Sie sagen, ja, da ging es richtig los? Der große, erste, tolle Film hieß John, Glückstadt. Gibt's neuerdings wieder neu aufgelegt bei Amazon, eine Lieblingsfirma von mir. Und da kann man ihn bestellen. Das war ein Schwarz-Weiß-Film. Dafür habe ich, das war meine erste Kinorolle, und da habe ich sofort zur Strafe den Deutschen Filmpreis bekommen in Gold. Aber zur Strafe deshalb, weil sofort haben bekannte Regisseure zu mir gesagt, du lebst ja in Deutschland, gell? Da habe ich gesagt, ja, du heißt ja Laser auf Deutsch, gell? Habe ich gesagt, ja. Haben sie gesagt, herzliches Beileid zu deinem Deutschen Filmpreis. Du wirst erstmal mindestens 2 Jahre keine Angebote mehr bekommen. Und so war das auch. Aber man muss ja sagen, Filmpreis und so, der Mensch hat in Schlöndorff-Filmen mitgespielt. Jawohl, hat er das nämlich. Ja, da bin ich nominiert gewesen für den Deutschen Filmpreis, für die verlorene Ehre der Katharina Blum, wo ich ein Schwein von einem Bild-Zeitungsreporter gespielt habe mit dem Namen Werner Töttges. Eine Drecksau, die auch am Schluss verdient erschossen wird. Ich glaube, das ist jetzt die richtige Überleitung. Wenn es also gilt, einem schrecklichen Menschen ein charaktervolles Gesicht zu geben, kommen wir so langsam zu The Human Centipede. Wie ja. kommt ein wunderbarer, ernsthafter Schauspieler zu einem Film, der, ja, man kann schon sagen, das war auch für mich eine Grenzerfahrung. Ja, was glaubst du, was mit mir los war, als ich das Drehbuch gelesen habe? Der erste Gedanke war wahrscheinlich, den Eppendorfer Kittel zu besorgen. Ich hatte schon einen Vertrag und habe gedacht, was für eine peinliche Scheiße. Als er mir das erzählt hat, die Geschichte, habe ich gedacht, naja, ein Wissenschaftler durchgeknallt, näht Leute aneinander. Früher hat er sie getrennt. Er ist einfach sauer, dass man in Deutschland mit 65 aufhören muss und nach Amerika gehen muss oder was. Und deshalb näht er Leute zusammen. Dann lese ich 3 Wochen später, morgens um 6 in meiner Küche, das Drehbuch und sage, igitt, 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 das ist ja ein Verdauungstrakt, ass to mouth, das ist ja schrecklich. Und dann habe ich gesagt, wie komme ich denn aus der Scheiße raus? Ich habe ja schon einen Vertrag. Und dann habe ich mir gesagt, Laser, awesome name, setz dich auf deinen Arsch, denke nach und erfinde was Tolles. Dann habe ich gesagt, wie wär's denn? Er hat siamesische Zwillinge früher getrennt. Jetzt näht er Leute aneinander. Wie wär's denn, wenn wir uns an Freund Dr. Josef Mengele,
den Schwerverbrecher, wenn wir uns an die deutschen Nazi-Ärzte erinnern, an die kriminellen deutschen Nazi-Ärzte und an die Nazis, die jetzt rumlaufen. Und ich mache daraus einen geilen, selbstgebastelten Nazi, indem ich den Eppendorfer Kittel recherchiere, den schon Sauerbruch 1930 getragen hat. Dies geile Piece, wirklich, wo du leicht den Matronenschwung hast im Rock, leicht homophil wie eine Nonne rumläufst, und B, aus dem Keller, die Reitstiefel hoch, aus dem Keller, schwarze Reithose, T-Shirt drunter, halboffener Mantel mit Reitgerte, und schon habe ich die Anmutung, auf der Wiese vor dem Haus steht ein SS-Arzt. So, das war die Lösung. Und für SS-Ärzte, für sogenannte anal fixierte Arschlöcher, kann gar nicht genug Scheiße fließen. Und so bin ich aus dem Schneider. So habe ich mich gerettet. So wird aus Scheiße tatsächlich Kunst. Ich bin wirklich beeindruckt. So wird aus Scheiße politisches Gold. Herr Laser, ich glaube, das ist mit nichts mehr zu überbieten. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Worte. Oh, es war eine Erfolg. Ja, ich kann dir noch was erzählen. Oh ja, sehr gerne. Das Gleiche ist mir mit Teil 3 passiert. Da habe ich auch gedacht, nein, das mache ich nicht. Habe ich gelesen. Ich weigere mich, eine komatöse Frau zu vergewaltigen und so weiter und so fort. Was war meine Rettung? Ich habe den Typ so lächerlich gemacht, so eine feige, blöde Sau, dass kein Typ, der am Wochenende seine arme Frau, die Kassiererin ist, schlägt, weil er besoffen ist und frustriert, dass kein Rassist, kein Vergewaltiger und was es auch alles gibt, sich mit diesem Arschloch und diesem Vollidioten identifizieren mag, sodass es wieder von der politischen Inkorrektheit auf die Füße kippt und wieder total politisch korrekt ist, weil der Mann ist der Lächerlichkeit preisgegeben. Das war auch ein fantastischer Trick von Dieter Laser. Awesome name. Ja, das sind Leute, die mit Leuten wie mit Armin Müller-Stahl gearbeitet haben. Und jetzt bin ich überzeugt, hier und das erste Mal seit Jahren des Interviews würde ich sagen, jetzt bezahle ich mal für eine ordentliche Unterschrift. Wow. Ah. Es kommt ja zu einem guten Zweck zugute. Ah, ja, Ihnen. Nein. Dieter Laser, guten Nein. Tag. Guten Tag. Ey! Wir sind gerade in einem Interview. Der Profi muss einen Augenblick warten. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich unterschreibe nur noch mit Mikrofon und Kamera. So, und wie heißt du mit Vornamen? Sascha. Sascha. Ausrufungszeichen. Dieter. Awesome Laser. Und hier kommt rein Dr. Joseph, blink in die Kamera, musst du mal prüfen, blinzelt in die Kamera bei Joseph. Und so ist das im Film, damit jeder weiß, ach, er bezieht sich auf Mengele. So, ich heiße mit Nachnamen übrigens Mengele. Nee, ohne L-E, Menge. Menge, noch schlimmer. Mengele ist ja eine Verkleinerung. Ja, das ist ja noch, du bist ja ein ganz schlimmer Typ. Und jetzt habe ich hier Dr. Joseph Heiter. Ja. Heiter. So. Super. Recht herzlichen Dank und auch viel Spaß. Video. Du heißt zwar Menge, aber das lasse ich weg. Sascha, du bist toll. Ja. Dankeschön. Tschüss. Danke. So, vielen Dank. Da kommt I don't want you to forget to buy trashy lingerie. Trash outtake? I mean that. Hi, I'm Danielle Harris. You're watching Trash Outtake. Or you should be. Don't forget to watch Trash Outtake. With Ted Raimi. I'm Tom Sizemore, and don't forget to watch Trash Outtake. Please, don't forget to watch the Trash Outtake.